Und ich begrüße heute Caroline Hecht von der Commerzbank zu unserer Devisenbörse. Frau Hecht, Italien hat heute Anleihen am Anleihenmarkt platziert. Inwieweit hat der Euro dann auf diese Aktion reagiert? Ja, insgesamt wurde die Auktion nicht besonders gut aufgenommen, aber wir sehen am Sekundärmarkt, dass die italienischen Renditen heute wieder steigen und auch in Euro-Dollar sind wir jetzt zwischenzeitlich sogar wieder unter die 1,30er-Marke gefallen. Insgesamt kann man eben sagen, dass solange dieser Regierungsbildungsprozess da in Italien nicht wirklich abgeschlossen ist und die Unsicherheit dann noch so hoch ist, dann können wir immer wieder solche Rückschläge sehen und letztendlich wird dann nur Klarheit über die letztendliche Regierung in Italien Hilfe für Euro-Dollar bringen. Und wichtig ist dann eben auch, dass wir vor allem eine Verbesserung bei den Konjunkturdaten endlich sehen. Schauen wir mal auf die andere Seite, auf den Dollar. Es gibt ja heute Nachmittag Konjunkturdaten aus den USA. Was erwarten Sie sich davon? Ja, da gibt es die Einzelhandelsdaten und da gehen wir eben davon aus, dass die deutlich solider ausfallen dürften, gerade jetzt im Gegensatz zu den Eurozonen-Daten, die wir von heute hatten. Insgesamt dürften sich eben auch diese Steuererhöhungen, die wir gerade hatten, nicht besonders stark auf die Nachfrage ausgewirkt haben. Deshalb rechnen wir damit, dass wir ein Wachstum von 0,9% gegenüber dem Vormonat sehen und das dürfte sich dann positiv auf den Greenback auswirken. Wir haben ja Euro-Dollar in den letzten Tagen doch in einer ziemlich engen Range gesehen. Was glauben Sie, wann geht es da endlich mal wieder raus und in welche Richtung dann auch? Ja, also solange es an der Front bei der Politik leise bleibt, wäre natürlich das nächste Woche das FOMC-Meeting das nächste größere Ereignis. Und da wird eben vor allem spannend sein, inwieweit die FOMC-Mitglieder diesen sehr starken Arbeitsmarktbericht von letzter Woche interpretieren. Wenn wir da mehr Zeichen für weniger QE schon dieses Jahr sehen, dann wird der Greenback profitieren. Aber wie das auch schon bei den vergangenen Sitzungen der Fall war, werden wahrscheinlich dann erst die Minutes mehr Aufschluss darüber geben. Frau Hecht, schauen wir mal Richtung Großbritannien. Da schwächelt momentan die Wirtschaft ein bisschen. Das haben jetzt die Konjunkturdaten gezeigt. Muss man also damit rechnen, dass es für das Pfund weiter abwärts geht? Ja, definitiv. Also das Pfund kann letztendlich jetzt dadurch, dass die Staatsschuldenkrise in der Eurozone abgeebbt ist, nicht mehr als der alternative sichere Hafen fungieren. Dann sehen wir natürlich, dass die realen Renditen in UK sinken, die Inflation ist da weiter am Steigen und letztendlich hat natürlich auch das Downgrade von Großbritannien gezeigt, dass die fiskalische Situation auch nicht besonders nachhaltig ist. Das heißt also, wenn jetzt auch noch dann die BOE darüber nachdenkt, das Inflationsziel durch ein nominales Zinsziel oder ähnliches zu ersetzen, dann bereitet das natürlich den perfekten Boden für Pfundschwäche. Caroline Hecht von der Commerzbank, danke für die Analyse. Gerne. Und das war's von der Devisenbörse für heute.